Der isländisch-dänische Künstler Ólafur Eliasson ist berühmt für seine Lichtinstallationen. Nun hat er im Greifswalder Dom die Ostfenster neu gestaltet. Sie sind ein Beitrag der Kirchengemeinde zum 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich, dessen Werk die Inspiration für die Gestaltung der Fenster lieferte. So erinnert der Farbverlauf der knapp 3400 mundgeblasenen Scheiben an Friedrichs Gemälde Huttens Grab. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 3. April.